Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier möchte ich mit euch heute einen Gartendurchschließer installieren. Besonderheit hier, wir haben hier keinen Metallpfosten, sondern einen Betonpfosten und dieser Pfosten ist auch noch rund. Für die Installation habe ich mir hier den Gartentorschließer 120-170 ausgesucht. Dieser wurde mir netterweise von gartentorschließer.com zur Verfügung gestellt. Noch ein wichtiger Hinweis vor der Installation, bitte achtet auch darauf, dass euer Gartentor leichtgängig läuft und besonders schwere, schwergängige Gartentore können natürlich von diesem Gartentorschließer nicht geschlossen werden. Bevor wir allerdings mit der Montage beginnen, entscheiden wir uns erstmal für eine Montageposition. Ich habe mich hier für diese Mittelposition entschieden. Es wäre natürlich auch hier unten die Position möglich gewesen. Allerdings wächst hier so ein Klettergewächs und da habe ich Angst, dass das mit dem Gartentorschließer kollidiert. Als erstes beginnen wir mit dem Aufmessen unserer Befestigungsposition. Wir haben hier unseren Befestigungswinkel und hier unsere Scharnierachse. Hier gibt es eine Faustformel. Von der Scharnierachse nach vorne gemessen und nach hinten zu unserem Bohrloch. Dieses Maß in der Summe sollte 150 mm betragen. Würde ich also meinen Winkel jetzt hier so befestigen, käme ich ungefähr hier auf 110 mm und zurückgemessen auf ca. 40 mm. Wir haben ja hier noch zwei Bohrungen, mit denen wir noch mal etwas variieren können. Aber das wäre in etwa die Befestigungsposition, die wir uns hier markieren müssten. So, jetzt komme ich leider auch noch hier auf diese Fuge. Wir können natürlich aber auch den Winkel herumdrehen. Ich drehe ihn nach unten und wir markieren uns einfach mal den Mittelpunkt der Befestigungsachse. Zur Sicherheit halte ich den Winkel jetzt noch mal an die markierte Stelle und öffne einmal die Tür und schaue, ob die Tür hier mit dem Winkel kollidiert und wenn ja, wann. In meinem Fall habe ich hier noch einen Öffnungswinkel von knapp 90 Grad, also dürfte es so passen. Kommen wir zur Montage. Im Lieferumfang befinden sich zwei Winkel. Der eine wird am Tor montiert, der andere, wie gesagt, hier am Pfosten. Hierbei ist es allerdings wichtig, dass diese beiden Winkel waage montiert werden. Das heißt, die Höhe dieser beiden Winkel sollte identisch sein. Unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage können wir nun so unsere Montagehöhe des Winkels ausmessen und so am Pfosten anzeichnen. Zum Befestigen des Winkels verwende ich hier VA-Schrauben, da wir uns im Außenbereich befinden. Wir bringen nun unseren zweiten Winkel an unserem Tor an. Ich überprüfe nochmal meine Wasserwaage, dass hier alles noch stimmt. Es könnte ja sein, dass ich beim Bohren verrutscht bin, aber das sieht noch gut aus. Wir müssen also unseren Winkel hier befestigen. Hier ist aber ein wichtiges Maß zu beachten, und zwar von Bohrungsmitte zu Bohrungsmitte-Winkel sollten wir ein Maß von 54 bis 54,5 Zentimeter einhalten. Dieses messen wir uns aus und markieren unseren zu bohrenden Winkel hier am Tor, körnen diese vor. Und bohren diese Löcher mit einem 4,2 mm Bohrer auf. Noch ein wichtiger Punkt, diese hierbei entstehenden Metallspäne bitte gründlichst entfernen. Wenn diese liegen bleiben, bilden sich Rostflecken auf eurem Tor oder auf dem Untergrund. Den Winkel montieren wir unter Zuhilfenahme der im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlschrauben. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Bit verwendet wird. In diesem Fall ein Bit Typ PH2. Kommen wir zur Montage unseres Türschließers. Dieser hat hier in der Mitte einen Sicherungsstift aus Holz. Diesen lassen wir bitte stecken. Wir bringen das etwas dickere Teil des Türschließers hier hinten in unsere Befestigungsbohrung ein und verschrauben hier diese Verbindung mit einer der im Lieferumfang enthaltenen Hutmuttern. Diese können wir hier einfach aufbringen und mit einem 10 mm Ring oder Maulschlüssel anziehen. Jetzt öffnen wir unser Gartentor, öffnen dieses so weit, dass unser Gartentorschließer hier in das Loch passt und verschrauben diese Verbindung auch wieder mit einer der beiden im Lieferumfang enthaltenen Hutmuttern. Um den kleinen Sicherungsstift hier zu entfernen, bewegen wir einfach kurz unsere Gartentür und wir sehen, er fällt einfach heraus.
Wenn wir jetzt die Tür gehen lassen, schließt diese automatisch. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Noch ein wichtiger Hinweis, dieser Gartentorschließer wurde mir netterweise vom Hersteller zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Link zu dem Produkt natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.